Bin ich immer noch anstrengend für dich? Nein, ich bin, nein, aber jetzt mal ehrlich. Es gibt ja wirklich anstrengende Typen, ich habe das früher mal selber erlebt. Es gibt Leute, die nerven einen die ganze Zeit. Nö, nerven tust du nicht. Ich nerv dich nicht. Ich betülle dich jetzt auch nicht so viel. Ich kann das ja noch alles im Kopf einschätzen. Ich weiß ja, es würde dich nerven, wenn ich die ganze Zeit an dir rumdoktor. Das Ich ist würde es gerne machen, aber ich unterdrück das. Ich unterdrück vorsichtig, das. die Katze. Jo, was macht die da? Ist sie schon tot, oder was? Die sieht so aus. Was ist das denn? Ja, normal ist es nicht, ne? Das kann man ganz klar sagen. Hier liegt eine Katze, ich glaube, die ist verendet. Warte, ich halte die Kamera drauf und dann machen wir raus einen Joke. Über eine tote Katze. Kann man auch mal schmunzeln, wenn ich immer alle so verbissen sind. Seht ihr das, wie die Katze da liegt? Sie Herr liegt da. Müller, Ausgefallen. nee. Herr Müller, doch, 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 doch. Das ist richtig. Das ist Herr Müller. Ne? Herr Und Müller eins schläft. fällt uns hier noch ganz deutlich ins Bild. Was sind das für Tattoos? Ja, du hast Tattoos auf deiner Haut. Ey, wir sehen hier eine Katze. Es ist die Katze aus Alice aus dem Was hat sie? Wunderland. Das ist nämlich richtig, hat sie gerade gesagt. Was? Keine Das ist Ahnung. ja auffällig, immer mit. Nee. Dem ist nicht mehr zu helfen, Ich glaube komme selber hoch. Ich sitze hier nur so. Ist der Müller hin? Vielleicht auch mal ganz kurz nicht nerven. Ich komme hoch, warte. Nein, es ist doch nur alles ein Spaß von mir. Ich komme locker hoch, ist gar kein Problem und da bin ich auch schon wieder im Bild. So, tada! Es ist richtig. Ich rede mit meinem Gefühl als Freund. Du möchtest auf dem Boden. Ja. Ich möchte gerne auf meinem Boden Nein, du möchtest schlafen. auf deinem Boden schlafen. Vorsicht, da sind Nee, Kabel. aber ist richtig, ne? Ja. Du möchtest nach Hause. Ja. Schmeißt du mich jetzt raus, oder? Nein, ich schmeiß dich überhaupt nicht raus. Ich bin froh, umso länger du bleibst. Weil ich muss das hier weitermachen. Ich stehe Gute hier Nacht, noch bis Piraten, morgen. schönen Sonntag. Weil ich Also, du stehe schaffst hier das noch. doch locker, hast du für eine Stunde Ja. Zeit. Das ist gar keine Frage. Da stehe ich locker durch. Weil ihr seid da. Ihr seid um diese Uhrzeit, das muss man auch mal sagen, 1:21 Uhr seid ihr immer noch 15 Leute. Und dafür erstmal ein Dankeschön an euch. Könnt ihr euch selber mal ein Like geben im Chat. Am Ende kommt es mir zugute, aber wenn die denken, dass es für die gut ist, sollen die das denken. Ne? Dann trinke ich aber noch mal ein paar Schlucke mehr, damit ich das aushalte. Ja! Ich freue mich! Was kommt jetzt auf mich zu? Oh, da sind ja schon einige. Also, ich begrüße ganz lieb Jörg Klappert und ich liebe, nein. Geri. Und ich begrüße Gary. Moin, moin. Boah, da sind ja schon. Was? Ja, moin, Kito, alles klar bei dir? Alles klar bei mir, was geht denn? Das klingt so, als hätte er keine Schneide. Alles gut? Der Chicho, der ist nur ein bisschen warm heute. Ja, das ist richtig. Ja, und Gary, grüß dich mal, moin. Und mein lieben Gruß an alle, die im Chat sind. Leute, haut rein, der hat die Likes verdient. Also, der Hallo, hört ihr Gary. mich? Ja, laut. Gary. Meine Lippen sind taub. Entschuldigung, nochmal ein ganz kleiner Test. Hört ihr mich nochmal Gary, ordentlich? ich höre dich Ja. so lupenklar wie das Prickeln in einer Brause. Und deine Akustik, die du mir hier rübersendest über den Discord, über die Discord-Line, die kommt lupenklar bei mir an. Wunderbar, ehrenhaft. Und ich habe, glaube ich, dein Level erreicht ungefähr. Geil. Das heißt, du hast später angefangen und meinst, du hast jetzt mein Level erreicht, ja? Aber sowas von. Wie können wir das jetzt miteinander abgleichen? Ja, Schizo, pass auf. Wenn wir das abgleichen wollen, dann würde ich mal sagen, machen wir doch mal eine kleine Challenge und zwar Ja. Zungenbrechen. Ja, okay, das machen wir. Hast du den Zungenbrecher? Dann sag ihn mir jetzt. Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Ja. Das ist richtig. Und jetzt ich. Am 10.10. zogen 10 Zahlen mit 7 10 Zentner Zement zum Zoo oder so. Irgendwie so. Am 10.10. zogen 10 Ziegen 10 Zentner. 10 Zentner was? Zement? War es richtig? Wird Sinn machen. Nicht zuhören. Am 10.10. zogen 10 Ziegen 10 Zentner Zement zum Zoo.
Und was machen Sie damit? Sie machen sich selber einen Stall. Es war sehr gut, aber ja. Damit es fair bleibt, sagst du jetzt einen Zungenbrecher und ich muss ihm nachsagen. Ja, ich soll jetzt einen Zungenbrecher sagen, den er nicht sagt. Ja, ich kann nur zwei aus dem Kopf so. Und zwar, die Katze tritt die Treppe drum. Warte kurz, ich überlege nochmal ganz kurz. Reloaded. Die Katze tritt die Treppe krumm, die Treppe tritt die Katze. Guck mal, jetzt wäre es auch mit Zungenbrecher. Es wäre mit dem Zungenbrecher schwer. Vielleicht sollen wir jetzt nochmal die Tests alle machen. Ich glaube, ich verstehe gar nichts mehr. Die Katze tritt die Treppe krumm, die Treppe tritt die Katze krumm. Und jetzt du, Gary. Die Katze tritt die Treppe drum, die Treppe, die Katze, was? Geil, wir sind wirklich auf einem Level, ne? Verdammt, die Katze tritt die Treppe drum, die Treppe, was? Sie hat sie drum getreten und das ist richtig. Gary, High Five, wir sind auf einem Level, so. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Aber ich hätte noch einen Zungenbrecher für dich. Her damit, ich nehme alles. 33 rote Ritter reiten 33 Mal um das Ritterschloss herum. 33 rote Ritter reiten 33 Mal um das rote Schloss herum. Ritterschloss herum. Ritterschloss herum, da war ein Fehler meinerseits. Ich glaube, ich kann den Zungenbrecher nicht. Geil. Ist geil hier, ne? Ja, also im Moment, so wie er ist, gefällt er mir am besten. Ja, klar. Na, ich sorge auch dafür, dass es so bleibt, damit er schön krank wird. Wenn ich weg bin, dann hört er auf zu trinken. Das war die Vereinbarung. Ah, das ist gut. Das ist gut. Ich bin ja nur der Aufpasser hier, ne? Ja, weil wenn er alleine ist, ich glaube, das ist nicht gut dann. Nee, er hat auch gar keine Ahnung, wie man Alkohol trinkt. Überhaupt nicht. Der hat gedacht, der kriegt die Flasche Bacardi zum Ende hin auch noch weg. Damals, als er sein 100-Abo-Special hatte, da war er auch, da hat er viel zu viel Intus gehabt, ne? Und das also wirklich komplett ohne Plan gewesen. Ja. Also das, so wie es heute läuft, ist halt wirklich sehr, sehr angenehm. Weil es halt, ihr kennt das ja bestimmt vom Alkohol, es baut sich ja nach und nach auf. Ja. Wenn du jetzt er ist halt immer lustiger geworden, aber es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie eine Scheiße baut oder sowas, weißt du? Nö, aber ich glaube, dass dafür ist er auch so nicht der Typ. Also. Oh. Ja, so sehe ich das auch. Das ist nett. Aber ich habe eine Pizza extra für dich ins Gefrierfach gepackt. Ja, und damit du eine Salami-Pizza essen kannst. Ich habe noch extra Parmesan da. Magst du das raufrieseln? Parmesan ist mega eklig, Bruder. Auf einer Pizza ist es doch gut. Bäh. Die Bolognese, ja. Auch ich nicht, habe vorhin eine Salami-Pizza gegessen. Da waren ein bisschen Chilischoten oben drauf und dann habe ich noch ein bisschen Parmesan drauf gemacht. Das war sehr lecker. Ach, schön. Freue ich mich für dich. Ja, du bist besoffen, das ist mit dir. Und jetzt ist es, der aktuelle Stand ist 12.30 Uhr, ist der Stream zu Ende. Und ich werde die ganze Zeit live sein, ich werde die ganze Zeit wach sein. Und ich nüchter live aus. Ja. Sag mir, wenn ich hier auf die Pelle rück. Hat man das gesehen? Hat man das gesehen? Er hat mir an mein Glied gefasst. Nein, das verpiss dich. Nee. Ist es your cock? Verschwinde. Ist es your cock? Ich dachte, wir wären alleine unter uns hier. Ach, schön. Moin, Jörg! Moin. Ich komme aus Wetzlar, das ist aus der Nähe Frankfurt ungefähr. Von was? Aus Frankfurter. Frankfurt. Ungefähr Nähe Frankfurt, also Mittelhessen. Ist ja auch noch nicht mal so weit weg. Das ist nicht weit weg. Es ist gleich da. Gary! Ist das nicht auch die Schnecke von SpongeBob? Ja, ich bin die Schnecke. Ah, sagen viele, ne? Ich glaube aber nach Kiel müsste ich schon ein paar Stunden. Ja. Das ist wirklich wahr. Also Kiel ist schon. Ich habe den Artikel auch gelesen. Stand in der Zeitung. Eins stand es in der Zeitung. Wenn der ein oder andere Streamer auf YouTube das Streamen auf Twitch wechselt, dann ist das wie das Salatblatt im Fischbrötchen. Es ist mit der Mittelpreisklasse, um meine Niese zu vergleichen. Und das ist der Content, der zwischen YouTube und Twitch entsteht.
Und das ist das Wichtige, was die Gesellschaft braucht. Wir müssen mehr streamen. Alle streamen. Wir machen das, weil wir es machen. Und das ist das Ziel, was wir vor Augen haben. Am Wie Horizont. Würde der Baumeister sagen, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ja. Und heute übermittelt der Stream, ach Freunde, lasst doch lieber die Flossen vom Alkohol, es kann nichts Gutes bei rauskommen. Siehe Schizo-Streamer, der macht das gar nicht so gut mit dem Alkohol. Aber ich sag euch ehrlich, ich wäre mit dem Alkohol jetzt nicht da, wo ich jetzt wäre, wenn Katja nicht an meiner Seite wäre. Und das klingt negativ, aber das ist positiv gemeint. Der arme Kashi, der kriegt aber auch wieder ab hier. Er ist ein Arschloch, ja. Oh, Entschuldigung. Ja, dann finde ich das kacke. Ja, und das ist gut, dass du das sagst. Das ist nicht auch mein Gedanke gewesen. Es ist mit dem Reagieren auf Videos komisch, wenn Leute das machen, die Sachen nicht so wissen. Ey Kevin, stell dir jetzt mal vor, jemand reagiert auf dein Video. Dann wäre es legitim, dass du sagst, okay, ich reagiere jetzt auch darauf, weil du dann halt was zu sagen willst. Ne? Okay, es ist gar kein Thema. Wir können darüber sprechen, ist es richtig. Und es ist mir auch wichtig, dass du deine Meinung äußerst. Aber wenn ein YouTuber auf ein Video reagiert und das scheinbar nur für die Klicks tut, dann finde ich das nicht in Ordnung. Wenn ein YouTuber ernsthaft seine Meinung kundtut für das Publikum, dann ist es gut. Also man muss gucken, wo ist der Zweig zwischen Entertainment und Lüge. Freunde, es ist mehr als interessant, was wir hier erfahren. Es ist, der eine hat den anderen angeschrieben, sie kennen sich von früher. Es ist wie bei Kashi und mir, wir hatten auch eine Auszeit, haben uns wieder angeschrieben und wir haben gemerkt, hey, ich kenne den anderen. Nanu, der kommt mir bekannt vor. Und dann haben wir gesagt, wir sprechen miteinander, haben das getan im Citypark in Kiel und haben gesagt, jetzt streamen wir auch wieder zusammen. Dann war der Kashi zuerst bei mir im Stream, dann war ich bei ihm im Stream und das war ein Moment der Freude. Und ich kann noch so betrunken sein, aber eins kann ich garantieren, wenn ich eine Person wirklich von Grund auf liebe, ja, dann ist das definitiv mein Kater Carlo. Carlo, es ist wirklich toll, dass du da bist. Küsse gehen raus. Ja, und Kashi mag ich auch. Ja. Geil. Ja, Digga, ich kann voll sein, wie ich will, aber für einen Joke bin ich immer gut zu haben. Ne? Lasst Chizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Schizo-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!